Es ist wieder Schnipseljagd hier im Programm von TV Mittelrhein und WWTV. Ja, und Sie sind wieder aufgefordert, mitzuraten, wo ich mich denn befinde. Bevor jetzt hier gleich die ersten Hinweise bzw. Schnipsel kommen, klären wir erst einmal auf, wo ich denn letzte Woche gewesen bin. Vielleicht haben Sie es ja erraten. Ich war nämlich am Rhein in Braubach am Kriegerdenkmal. Väterchen Rhein ist nicht weit weg, aber der Fluss, wo wir uns jetzt befinden, der ist etwas näher. Und dieser Fluss heißt, mein erster Tipp für Sie, Lahn. Man merkt, es wird Herbst. Die ersten Kastanien findet man hier quasi schon an der Promenade. Ich musste mich auch etwas wegsetzen, weil sonst hätten sie sofort erkannt, wo ich bin. Und weiter geht es mit den Hinweisen von mir für Sie. Normalerweise sind wir immer bei historischen Bauwerken oder Ausflugszielen, die wir Ihnen in Schnipseln präsentieren. Diesmal ist es anders. Es geht um ein, ja, kleines Männekes. Wenn ich jetzt aufstehen würde, wüssten Sie auch sofort, worum es geht und was ich meine und wo ich mich befinde. Dann würde man sie nämlich sehen, die Statue mit dem etwas außergewöhnlichen Namen. Das war's doch schon wieder mit Schnipseljagd für die heutige Ausgabe. Vielleicht haben Sie ja erraten, wo ich mich befunden habe. Wenn ja, dann ganz schnell eine Mail zu uns in den Sender geschickt und mit etwas Glück gewinnen Sie dann freien Eintritt für einen Film Ihrer Wahl im Kino in Koblenz. Also mitgemacht und mitgeraten. Ich sage Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.